Meine Damen und Herren, wertes Präsidium, über 5 Millionen Menschen beziehen hierzulande eine Rente von weniger als 500 Euro. Was machen Sie von der Linkspartei? Sie wollen in diesem Antrag die Asylbewerberleistungen für jeden Erwachsenen auf 582 Euro erhöhen. Das bedeutet bis zu 250 Euro mehr im Monat für jeden Asylbewerber. Wie wollen Sie das den 5 Millionen erklären, die weniger als 500 Euro Rente bekommen? Viele dieser Armutsrentner mit Minirenten sind übrigens Frauen. Frauen, die Kinder großgezogen haben, Frauen, die Teilzeit oder im Familienbetrieb gearbeitet haben, Frauen, die sich um den Haushalt gekümmert haben. Diese Frauen leben nun in Altersarmut. Sie treten die Lebensleistungen dieser Frauen mit Füßen und fordern, dass man das knappe Geld des Staates lieber den Asylbewerbern in den Rachen werfen sollte. Für Asylbewerber, denen Wohnungen nach modernstem Standard gebaut werden. Für Asylbewerber, die schon jetzt Abermillionen der Asylbewerberleistungen jeden Monat in ihre Heimatländer überweisen, weil sie in ihren Unterkünften eine Vollversorgung bekommen, von der viele deutsche Rentner nur träumen können. Wissen Sie, was Sie gemäß Ihrer eigenen Diktion sind? Gemäß Ihrer eigenen Diktion sind Sie nämlich Sexisten. Sie sind jene, die das Gender Pay Gap vergrößern, indem Sie die armen deutschen Rentnerinnen mit Füßen treten, während Sie den Asylbewerbern, die hauptsächlich jung und männlich sind, das Geld in den Rachen werfen. Was die FDP hier fordert, das geht in die richtige Richtung, ja. Es ist aber eine Sammlung von bürokratischen Mini-Verbesserungen, die das Problem, was wir mit der zunehmenden Armut in diesem Land haben, in keinster Weise lösen. Wissen Sie, warum wir so viele arme Mitbürger inzwischen haben? Warum Obdachlose in allen deutschen Großstädten zum Stadtbild zählen? Warum so viele Menschen mit den Sozialleistungen nicht über die Runden kommen? Weil zu den Realitäten gehört, dass jeder dritte Bezieher von Hartz IV inzwischen Ausländer ist, Tendenz stark steigend. Weil wir hunderte Millionen Kindergeld ins Ausland überweisen, ebenfalls Tendenz stark steigend. Weil Asylbewerber Gesundheitsleistungen kostenlos bekommen, für die Rentner massiv zuzahlen müssen. Es ist wohl einmalig in der Welt, dass ein Staat so viel Geld für Ausländer in seinem Sozialsystem ausgibt, wie wir das in Deutschland gerade tun. Sie alle hier haben dafür gesorgt, dass es so weit gekommen ist mit Ihrer Politik der offenen Grenzen, durch die jeder Arme der Welt einfach ins deutsche Sozialsystem einwandern konnte und immer noch kann. Sie haben dafür gesorgt, dass Kommunen gezwungen waren, Abermilliarden für Asylbewerberunterkünfte auszugeben, anstatt für den sozialen Wohnungsbau. Sie haben dafür gesorgt, dass selbst abgelehnte Asylbewerber dauerhaft bleiben können, gerade eben mit dem Gesetzesentwurf, und über kurz oder lang Anspruch auf eine eigene Wohnung hierzulande haben werden. Sie haben dafür gesorgt, dass für minderjährige unbegleitete Asylbewerber wie den Attentäter von Würzburg mehr als 50.000 Euro im Jahr ausgegeben werden, während immer mehr Rentner und Obdachlose im Müll nach Pfandflaschen suchen. Sie alle hier sind für die grassierende Armut im Land verantwortlich. Liebe Bürger, schauen Sie sich einfach im Land um. Schauen Sie, wie die Zahl der Armutsrentner, der armen Menschen in allen Altersklassen zugenommen hat. Schauen Sie, wie viele Obdachlose wir inzwischen haben. Schauen Sie sich an, an wie vielen Stellen die Politik der Altparteien gescheitert ist. Es geht nämlich auch anders. Eine Alternative steht bereit. Wir fahren fort in der Beratung der Anträge der Fraktion Die Linke. Sozialstaat stärken, Hartz IV sofort auf 582 Euro erhöhen, sowie des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Hartz IV entbürokratisieren und vereinfachen. Und dazu hat jetzt der Abgeordnete Martin Rosemann das Wort für die SPD-Fraktion.